Sie sehen ein Video im Originalton. Global Just Recovery Gathering. Heute Morgen oder heute Abend, je nach wo Sie sich befinden, wir sprechen heute auf ein sehr spannendes Thema. Wir werden ein wichtiges Thema diskutieren, die Notwendigkeit einer intersektionalen Organisationsarbeit. Während die Welt sich erholt, müssen wir darüber nachdenken, wie unsere Kämpfe miteinander verbunden sind. Um diese Krise zu bewältigen, müssen wir uns einigen. Wir brauchen alle Menschen. Und zwar jetzt. Das ist die Dringlichkeit dieses Kampfes. Wir wollen unsere Bemühungen einigen, sodass wir die notwendige Widerstandsfähigkeit finden können. Diese Pandemie hat uns alle betroffen und wir müssen die Widerstandsfähigkeit finden. Erste Frage an Penny. Was ist uns nötig, um uns zu erholen? Und wie können wir bereit für die nächsten Schritte sein? Wenn Sie fertig sind, können Sie das Wort einfach weitergeben. Danke. Vielen Dank, Landry. Als indigene Menschen geht es nicht nur um die Pandemie. Hier in den USA haben wir 500 Jahre der Kolonialismus. Sie haben unsere Gemeinschaften brutalisiert. Sie haben versucht, Genozid zu begehen. Sie haben unsere Kinder und Enkelkinder in Internatsschulen misshandelt. Ich kann nicht für alle die indigenen Menschen in den USA sprechen. Aber was ich erlebt habe, was meine Freundinnen erlebt haben, verstehen wir, dass diese Pandemie ist nur ein Teil des Problems. Wir arbeiten immer noch zusammen. Wir unterstützen einander gegenseitig. Hier in den USA würde die indigene Bevölkerung am stärksten betroffen. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der jemanden nicht verloren hat. Insbesondere für People of Color und für die indigenen Menschen gibt es immer noch viele Menschen, die die originalen Anweisungen haben. Und die sind sehr alt. Sie kamen vor dem Kolonialismus. Wir sagen, dass wir im Bauch der Natur leben. Und wir haben diese Anweisungen, wie man im Gleichgewicht und in Harmonie mit der Natur leben kann. Wir sind keine obere Lebensform. Wir sind eigentlich eine der neuesten Lebensformen auf dem Bauch der Natur. Wir machen diese Arbeit mit Demut und mit dem Verständnis, dass wir die Natur schützen wollen. Ich habe eine Freundin, die sowas gesagt hat, und People of Color und indigene Menschen rund um die Welt verstehen, dass das ist eigentlich unsere Macht. Wir haben vieles, das wir mit anderen Menschen teilen können. Die Menschen, die vergessen haben, wie ein Mensch sich benimmt. Wir haben dieses System des Kapitalismus, ein System der Gier. Und wir müssen es gar klar zeigen. Wir müssen die anderen Menschen zeigen, wie das System aussieht. Das ist eine mächtige Position. Aus meiner Perspektive des globalen Südens und der Jugendlichen denke ich, dass wir noch nicht am Punkt der Erholung sind.
Es gibt immer noch große sozioökonomische Probleme, geschlechtsbedingte Gewalt, Armut, Gangsterismus. Also ich kann nicht genau sagen, was wir brauchen, um uns zu erholen, weil wir noch nicht an diesem Punkt sind. Wir brauchen die Aufmerksamkeit, wir müssen weiterkämpfen. Das ist ein großes Teil der Aktivismus. Um diesen Punkt zu finden, müssen wir diese Herausforderungen bewältigen. Wir müssen weiterkämpfen, die Menschen müssen verstehen, was in der Umwelt passiert, was in den Gemeinschaften passiert, so dass sie die Instrumente haben, um diese Kämpfe weiterzuführen. Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie schwierig das ist. Für mich persönlich denke ich nicht, dass wir an diesem Punkt sind. Wir wissen nicht, was wir brauchen, um uns zu erholen, weil wir immer noch mitten in diesem Kampf sind. Vielen Dank, Ayaka. Nochmal ist das eine große Ehre, hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Ich habe gehört, was Penny gesagt hat, und ich musste viel darüber nachdenken. Wir haben viele gemeinsame Punkte und auch, was Ayaka gesagt hat. Etwas, das ganz, 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 ganz wichtig ist, das ich nochmal betonen möchte, ist, dass wir noch nicht am Punkt der Erholung sind. Ich weiß nicht, wie weit weg wir davon sind, aber für mich und die Arbeit, die wir in der indigenen Bewegung im asiatisch-pazifischen Raum, in der Frauenbewegung, sehen wir, dass wir weiter kämpfen müssen, weiter gegen das System kämpfen müssen. Wir müssen die Fehler enthüllen. Und die werden Enthüllung, die Fehler des Kapitalismus, die werden von der Pandemie enthüllt. Die Krise war schon da, die Klimakrise war schon da. Die Krisen, die wir in den indigenen Gemeinschaften sehen, rund um die Welt. Die Krise der marginalisierten Frauen und jetzt auch die Pandemie. Etwas, das ich betonen möchte, ist, dass diese Krisen, die Krisen, die wir während der Pandemie erleben, die zunehmenden Ungleichheiten, das ist kein Zufall. Das zeigt uns nur, was schon da war und was gemacht werden muss. Es muss gemacht werden, sodass wir das verbessern können. Noch etwas, das wichtig ist für mich, ist, dass wenn wir verstehen, was wir brauchen, um uns zu erholen, müssen wir auch über die Kultur des Überkonsums und der Überproduktion sprechen. Das war eine Ursache der Krise. Viele von uns, viele Regierungen rund um die Welt sprechen über, wie wir uns von der Klimakrise erholen können. Aber bei der Frauenbewegung befürchten wir, dass es immer noch Gier und Kapitalismus ist. Zum Beispiel hier in Ghana und diese Situation müssen wir die Herausforderungen zuerst anerkennen. Sobald wir das gemacht haben, sobald wir das verstanden haben, werden wir verstehen, dass wir noch nicht am Zeitpunkt der Erholung sind. Das stimmt. Aber ich glaube, wir können das schrittweise machen. Die Menschen wurden schon schwer betroffen. Menschen haben vieles verloren. Sie haben ihre Arbeitsplätze verloren. Diese Menschen wollen verstehen, wie sie aus der Krise kommen können. Also wir müssen zuerst anerkennen, welche Herausforderungen wir haben. Diese Kleinbauer können keine Kredite nehmen.
weil sie ihre Ernte verloren haben. Das ist eine große Angelegenheit. Erstens müssen wir das anerkennen. Und wir müssen auch anerkennen, dass die Klimakrise existiert. Das brauchen wir, um anzufangen. Zweitens geht es um die Ressourcen, die wir brauchen, um uns zu erholen. Das bedeutet menschliche Ressourcen auch. Die Menschen, die am gefährdetsten sind, brauchen diese Ressourcen. Wir müssen die zunehmenden Auswirkungen der Klimakrise sehen und wie sie Menschen unterschiedlich treffen. Das ist eine Auswirkung der Pandemie. Und es geht auch um die Entschlossenheit. Wenn wir entschlossen sind, wenn wir uns verpflichten, etwas zu machen, müssen wir das auch machen. Es ist schon etwas, das Problem anzuerkennen, aber wir müssen auch handeln. Wir müssen diese Entschlossenheit zeigen. Wir müssen unsere Ressourcen, unsere Energie verwenden, sodass wir etwas gegen diese Auswirkungen der Krisen machen können. Das ist, was ich denke, wir brauchen, um uns von der Krise zu erholen. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Antworten. Jetzt eine Frage für Ayoka und Patricia. Sie haben gesagt, dass wir noch nicht da sind. Es geht nicht nur um die Pandemie, es geht um andere Krisen und andere Ungleichheiten, die wir enthüllen müssen, um uns zu erholen. Also meine Frage ist, gibt es zwei Maßnahmen, die nötig sind für eine gerechte Erholung? Während der Rede zur Lage der Nation letztes Jahr habe ich mit dem Präsidenten gesprochen und ich habe gesagt, wie wichtig etwas gegen die Klimakrise zu tun ist. Er hat uns endlich zugehört und danach ein Klimawandelkomitee geschafft. Wir fokussieren uns auch auf einen gerechten Energiewandel. Wir wollen das bis zum Jahr 2050 machen. Was der Präsident gestern gemacht hat, ist das ein großer Schritt nach vorne, ein Schritt nach dem gerechten Energiewende. Das war sehr, sehr, sehr wichtig für uns in Südafrika. Wir verwenden zu viel Kohle, zu viel Öl und zu viel Gas. Das war ein großer Schritt für uns, dass wir als ein Land eine nachhaltigere Zukunft haben werden. Das ist etwas wichtig, das ich in meinem Land machen kann. Wir wollen die Aufmerksamkeit erhöhen. Wir wollen sicherstellen, dass die Jugendlichen ein Teil des Gesprächs sind. Wir wollen mit der Welt arbeiten für eine grüne Wirtschaft, sodass wir eine nachhaltigere Zukunft für die späteren Generationen haben. Zwei Dinge, die wir brauchen. Erstens brauchen wir keine falschen Lösungen. Das ist etwas, das wir ganz klar sagen müssen. Wir sprechen über die Klimaziele, aber die Menschen müssen das nicht als eine Ablenkung sehen. Diese Klimaziele sollten keine Ablenkung sein. Was meine ich dabei? Ich meine, dass viele Menschen, viele Länder sprechen über diese öffentlich-privaten Partnerschaften für dieses Build Back Better Programm. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir uns von der Klimakrise erholen oder dass die Unternehmen immer noch alle die Umsätze bekommen? Netto-Null-Emissionen, dieses Ziel sollte keine Ablenkung sein. Was bedeutet dieses Ziel? Bekommen die Unternehmen immer noch ihren Gewinn? Wenn das stimmt, vielleicht ist das falsch. Wir wollten ganz stark bleiben. Was sind diese Ziele? Wir müssen kritisch denken. Wir brauchen keine falschen Lösungen.
Wir müssen weiter dafür kämpfen. Noch etwas, das dabei wichtig wäre, wäre nicht nur eine Enthüllung der Probleme und nicht nur die Stimmen der Menschen zu amplifizieren. Wir müssen auch Lösungen bieten. Im APWLD sind wir ganz stark. Wir haben Mitglieder im asiatisch-pazifischen Raum und wir sprechen oft über Entwicklungsgerechtigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eine große Veränderung des Weltwirtschaftssystems machen. Dieses System ermöglicht den Unternehmen, Länder zu verklagen, wenn sie ihre Menschen und die Umwelt geschützt haben. Ich werde damit aufhören. Diese Maßnahmen sind sehr wichtig für uns, sodass wir eine gerechte Erholung machen können. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Danke, dass Sie das so gut erklärt haben und was wir für eine gerechte Erholung brauchen. Patricia, Sie haben über diese Geschichte des Netto-Nulls gesprochen. Denken Sie, das ist eine Frage für Chibese und Penny. Gibt es ein Risiko einer ungerechten Erholung? Länder fängen schon an mit den Impfstoffkampagnen und wir haben gesehen, dass einige Länder ihre Impfstoffe schon haben. Ist das ein Problem, wenn einige Länder keinen Zugang zu den Impfstoffen haben? Gibt es ein Risiko einer ungerechten Erholung? Unbedingt. Es gibt ein großes Risiko. Wir haben das schon seit Jahrhunderten gesehen. Bei meiner Arbeit mit Movement Rights geht es oft um den Stimmen zu helfen, die menschlichen Gesetze an die natürlichen Gesetze anzupassen. Wir sehen das rund um die Welt. Indien, Neuseeland, in den USA, Kanada, viele Orte in der Welt. Ich weiß nicht, ob das in Afrika passiert auch. Etwas, das wir gelernt haben, ist, dass es viel Arbeit vor Ort nötig ist. Wie können wir die Kultur ändern, sodass die Menschen ein echtes Verständnis von dem Risiko haben? Hier in den besetzten USA hat die Mehrheit der Menschen kein Verständnis dieses Systems. Sie verstehen, dass wir eine existenzielle Krise haben. Das bedeutet viel Arbeit vor Ort, Arbeit in den Gemeinschaften. Ich denke nicht von oben nach unten. Ich mache keine Politikarbeit. Das war niemals etwas für mich. Ich hatte schlechte Erfahrungen. Bei meiner Arbeit geht es um die Bürgerinitiativen, lokal, national und international. Wir stehen vor einem Wendepunkt. Wenn wir die Menschen das erklären können, erklären, was Netto-Null bedeutet, was die falschen Lösungen sind, warum sie nicht richtig sind, wie Kapitalismus und Gesellschaftsrecht rund um die Welt die Zerstörung unserer Gesundheit und Umwelt durch fossile Brennstoffe antreiben. Es ist ganz viel zu verstehen, aber das wäre ein mächtiger Weg nach vorne, für mich und für andere Menschen. Ich glaube auch, dass es ein großes Risiko einer ungerechten Erholung gibt, weil die Menschen immer unterschiedlich betroffen werden. Wir können keine Lösung für alle verwenden. Wir brauchen
Das muss verstanden werden. Also diese globale Entwicklungsagenda sagt, dass wir niemand hinterlassen wollen oder zurücklassen wollen. Wenn wir uns darüber einig machen können und uns anstrengen können, um niemanden zurückzulassen, müssen wir verstehen, was die Probleme der Ungerechtigkeit sind. Wir müssen den Menschen helfen. Wir müssen die richtigen Lösungen finden, sodass niemand ausgetauscht wird, niemand marginalisiert wird. Wir wollen weitermachen mit den Investitionen, die richtig sind, sodass wir den Menschen richtig helfen können, sodass sie eine bessere Zukunft haben können. Wenn wir eine gerechte Erholung machen wollen, müssen wir diese Maßnahmen ergreifen. Meine nächste Frage geht es so, wenn wir diese Krisenungleichheiten haben, aber gleichzeitig arbeiten wir als ein Teil dieser Bewegungen. Was müssen wir machen? Was machen wir als Leaders in den Gemeinschaften, als Teil der Grassroots-Bewegungen? Was können wir machen? Gibt es etwas schon, das richtig ist? Sehen Sie etwas, das die Bewegungen richtig machen? Sind Sie ein Teil der Koalition der Bewegungen, die diese richtige Arbeit macht? Was müssen wir machen, wenn wir uns erholen wollen? Was müssen wir machen? Ich habe etwas gehört darüber, wie die Jugendlichen sehr wichtig sind, wie die Frauen sehr wichtig sind, die indigenen Menschen sehr wichtig sind, das Volk im Zentrum stehen muss. Wir haben das mehrmals gehört. Wie Chibese gesagt hat, es geht nicht nur um nur uns zu denken. Wir müssen verstehen, was die anderen Menschen denken. Dabei ist es sehr wichtig, dass wir über die anderen Kulturen denken. Wir müssen eine Kultur der Solidarität haben, sodass wir stark bleiben. Wir haben viele Herausforderungen im Gemeinsamen. Das ist dabei sehr wichtig. Für das APWLD ist es sehr wichtig, uns zu erinnern, dass die Krise passiert nicht nur jetzt. Es passiert seit Jahren. Das ist ein Ergebnis des Kolonialismus, und es geht nicht um, wo sie sich befinden, ob sie im Nordamerika, ob sie im asiatisch-pazifischen Raum sind. Wir sehen diese Ungleichheiten auch innerhalb des Landes. Unsere Organisation hat vieles gemacht, um die Stimmen der Frauen im Zentrum zu setzen. Das ist etwas, das wir machen. Wir machen das als eine Bürgerinitiative. Ich habe schon die Ehre, hier zu sprechen, über wie wir uns erholen können. I feel like what we need to do to recover justly is that we have to start with recognition. As one of the panelists has said, that we have to recognize how big the issue is. And not only recognition, but how do we move forward from there? I feel like raising awareness, education is still a very fundamental and important part in us actually getting more people involved in this movement, because
What I often found is that when I try to talk to people about climate change in my community, they shut me down and tell me that's a problem for the global north, that's a problem for privileged people, that I don't have time to worry about that. I have to worry if my kids are gonna come home from school safely. They'd be talking about whether they have to worry about what are they gonna put on the table at the end of the day. So in order for us to recover justly, we have to make sure that the people that are most important and the people that are getting most affected by these issues are the ones that are put at the forefront by using a human-centered approach, putting the person in the middle of these discussions. And I also feel that we have to involve more youth, because I do agree that the older you are, the more experience you have, but then we don't need experience at the point that we are, because this is uncharted territory and we really don't know how this can go. And I feel like if we bring younger voices and more innovative voices, we'll find more robust people stepping up and giving us innovative solutions that we've never seen before that might work very, very well. So for me, I feel like that's what we need to do to recover justly, is still raise more awareness, because recognition is important, but also incorporate more youth voices into the just transition and also these big discussions, so that we can hear their innovative solutions, because we are fresh, we are the voices of today, and we know how we want our future to look like when the older generation is not here any longer. So for me, I feel like those are the two important points, and I'll pass it on to Ms. Penny. In North America, the climate movement is the front edge of the climate movement is led by Indigenous women on the ground who are fighting, again, resisting pipelines all over Canada and the United States. And a lot of them are very young women. And I believe that the youth that are here, like all of you that are here today, I'm gonna get a little spiritual with you, because that's the kind of person I am, but in the 80s, I started seeing babies being born that were different from any other babies that I had seen in my entire life. And I have watched them grow up, and they are babies after that. Not all the babies, but a pretty good percentage of the babies that I've witnessed came in with something extra, came in with more wisdom and with more talent and skill for this time than any babies that I saw before that time. And so I agree that the young people have a certain skill set and strength and came into the world at this time for a purpose. So I heartily agree that all of you are like the tip of the spear of change. And as older people, I feel like our job is to not only listen to you, but provide all the support that we can based on our life experiences. And that's what I have a circle of grandmothers that we've been meeting regularly for over 15 years or something. And so that's what we do. And perhaps that is another way forward, is to identify the older people in your community who've been doing this work for decades, who might be a little tired like I am and some of my friends are, but that we still had some wins, you know, just a few. It's been a hard time these last 60 years, I can tell you, but we're seeing some wins now. And I think that that's one of the most important things that we can do, is identify any kind of win that we have and celebrate it, even if it's small. Because if we don't do that, our spirits will be diminished. We will get tired on the inside. So I think like mutual support around the world, however that looks, whether it's financial support or emotional support, or, I mean, this is really difficult work that we're doing. It's challenging, it's heartbreaking, it's all of those things. But looking to see where you can plug in to regenerate yourselves is a very important thing.
And I can't tell you the number of times that I have been asked by groups over decades, after they've already organized what they're going to do, they come to Indigenous people and say, oh yeah, would you come and lead us in a prayer, or would you come and talk about this specific thing? And when I was in my 30s, I realized that that's not where I want to be. We are not an add-on. We are not going to come into whatever you're doing after you've already set the table and laid it and started serving the food. Like, that is not what we're going to do. And that's how I started speaking to these people. And I encourage you to do the same thing. If they want us at the table, they need to invite us to help build that table. And it's, you know, it's all the emotions that come with challenging those kinds of situations. We just all need to get over that. We need to make sure that we are at every single table that is important for our people, and be courageous enough to say that, that you can't come and ask us after you've set the table and served the food. So I think that those, I mean, they might sound really simple things, but we're all in this for the long haul. And those are things that I have learned myself. Thank you. Well, thank you very much for all those wonderful submissions. So the little bit I'll ask, I will add on, has to do in terms of how do we take responsibility. Is let me start by using a familiar phrase, or say we have a familiar saying. I think it's a popular saying that you cannot teach an old dog new tricks. You know, so it is a lot of work to change. So what that means in essence is that the pollutants, you know, those mind the fossil fuel industry, the businessmen, you know, they have been in the business for years. So it is quite difficult to change their mindset. The last thing you want to tell a businessman is to take action that will reduce his profit margin and cannot guarantee that he's going to make more money from your proposal. So it's quite difficult to engage them. So that is why for us, we believe that then we need to shift more attention to the younger generation, who are beginning to start their own businesses, who have new ideas, who have new ambition, and then try to carry them along, that whatever ambition they have must move towards our common agenda in ensuring green economy, the kind of future we want, the kind of world we want. So it's about taking that responsibility on ourselves as young people. And that's what we are doing here in Ghana, that young people taking up their own responsibility and engaging policymakers and decision makers. The other thing that we've also downplayed is about the kind of energy and power or potency that young people have. I mean, globally, if wherever there's chaos, wherever there's war, wherever there's confusion, you find young people leading the process. You don't find old women or old men. They're the ones carrying the guns. They're the ones, you know, causing chaos and mayhem. So it means that they have the energy. They have that power. They have that force. But the question is, how are we directing those force? So it's like a water, you know, an amount of water. Water can be both destructive and can also be beneficial, depending on how you use or how the force of the water is applied. So we think that if these young people have this power or this energy, instead of allowing them to use them negatively or use people manipulating that energy for their selfish aggrandizement, why don't we harness those energy and power for a good cause, if for nothing at all, for the sake of their own future? At least every young person wants to live long. Every young person wants to be very profitable. Every young person wants to live a good life. Every young person wants to breathe good air. Every young person wants to live a nice life. So if you can provide those alternatives to them, I'm sure that, I mean, they will buy into that idea. So that ties into the awareness creation, empower young people, bring them on board. And I think it's our responsibility, you know, and we don't want to depend on government to take that responsibility. As young people, we have taken our own cross and we are moving and say, look, this is the future we want. And in doing that, we have, at the moment, we are currently developing a youth strategy for climate action in Ghana. So what we are saying is that, well, government, you may have your own policy, you have your own plan, you have your own strategy. But for the first time, young people, we are saying, when it comes to climate change, these are our concerns, and this is how we want to be engaged in the fight against climate change. After all, it's about our future. So we are taking that responsibility. And I think that as young people, we have to take that fight, you know, take it
not because we are aggressive, but we want to bring to offer our skills, our innovativeness, our creativity, you know, as part of the climate solutions in the world. So I think that that's the kind of, if you like, the responsibility that we have taken upon ourselves as young people in Ghana. So just sharing our experience in Ghana. Thank you. As we approach the, unfortunately, the end of our very interesting conversation, I just want to kind of try to end with a commitment from you all. We're gonna do another go around, starting with one of you, passing to another. What are we committing to do? What are we kind of commitment are we going to make this year, in this period, in this project, for ourselves, you know, for Mother Earth, and for the wider social justice movement? What kind of commitment, one or two, are we making for ourselves, for the wider social justice movement, and for Mother Earth? Well, since I've been doing this work for over 40 years, I can say that I will definitely be continuing this work. And a lot of work around the rights of Mother Earth, the rights of nature, which I do encourage you all to take a look at. We have some great videos at movementrights.org. And also I commit to continuing to provide support to young activists, young people, part of the movement, including all of you. If you know, ever need a grandma to talk to or an auntie, just get a hold of me. I'm pretty easy to find. And I think that just me continuing to put one foot in front of the other and listen to what my spirit is telling me to do is what I will continue to do until the day I die. So hopefully that's a little bit in the future. It's very personal, and then kind of like, okay. But again, when thinking about commitments, I think if Benny has been actually fighting for over 40 years, I feel like it doesn't matter whether it's day one for me to fight, I'll continue. continue to imagine a radical future, a radical change in all this chaos, a radical change for a better future. And I think while continuing doing that with that commitment, I think me personally would want to also thank the elders, our elders who have actually hold the torch, and now they pass the torch to us. And then what we are doing now is exactly what our elders, our those who were there before us actually doing. Also before, you know, we are also holding the torch, and we will pass this one day to the future generation. We are also building a mountain of movement so that our future generations can actually see even clearer. For me, the privilege that I'm having here, the honor that I'm having here right now, will be able to talk to you all, a small girl coming from the eastern part of Indonesia, far away, third, fourth world country, within the country itself, is a result of a mountain that being built through collective movements that have been, you know, like fighting for the collective rights, our collective struggles. So for me, there is no reason to stop the fight, but more reason, with all the destruction, it is just more reason to keep on strengthening the commitment to continue fighting. Thank you. For me, I've made a couple of commitments this year. I'm just going to start with my personal commitment. I've committed this whole year to actually advocate, do campaigns, and raise awareness around climate change in my community. So I've put off university for this year so I can solely focus on how I can make an impactful change in my community and make sure that the most marginalized voices are put at the forefront and they are heard. Because I don't like being called the voice of the youth or like the voice of the movement, because I believe that each person has their own individual story to tell, and I'm not the person to tell that story. So for me, it's not about me talking for other people. It's elevating and giving people a stage for them to talk for themselves.
So that is my personal commitment for this year, but also my commitment as an overall to Mother Earth and to this big sphere of the movement is to make sure that as I'm part of the Presidential Coordinating Committee on Climate Change, is that we do involve the voice of the grassroots level, the voice of the people that are getting most affected at the tables of policy making, and trying to make people understand what each policy means, and trying to make people engage with these policy and stakeholders so that they know exactly what's happening in their country. So for me, it's all about strengthening the bond between our social groups, and also strengthening the bond and trying to make people understand how interlinked all of our struggles are, and that we should truly stand in solidarity with each other so that we can make more noise and create tangible change that our future generations can see and say that I'm here right now because my grandfather, my mother did this for me. So my commitment is to make sure that I continue in the fight and not give up. I will not give up. Like Aunt Penny has said here, that she's been fighting for 40 years and then she's still continuing on the fight. And I feel like that's something that I want to do as well, to make sure that we truly leave this earth in a much better condition for future generations to come. So that is my commitment, to never stop in this battle and make sure that intersectionality is encouraged in our communities, so that the marginalized communities know exactly what's happening in their country or in the world, so that they can also put their voices forward and make a change or be part of the change. So I also want to pick it at a personal level and then to share what my group will also commit to. So personally, thankfully I do get the opportunity to participate in national dialogues or national decision-making process on climate change. We are currently developing our national adaptation plan through the support of GCF. And then also we are currently reviewing our nationally determined contributions, you know, as part of the Paris Climate Agreement requirement. And I just got an invitation now that next week there's a, so we are reviewing the NDCs and all the sectors have submitted their action plan. So there's a meeting to review the action plan, where their comments, where their concerns, CSOs or NGOs can make, you know, their concerns, you know, known to the government. So at the personal level, once I go for those meetings, I will ensure, or I will, you know, just add a voice to that, at least the particularly people living in communities are not adversely affected by some of these, you know, action plans. Because sometimes what I realize is that there may be some good action plan, but sometimes there can be some unintended consequences. You know, the idea may be good, but eventually it ends up affecting the women, people in the community and others. So somebody has to actually be very, very, you know, must track the process and make sure that people are not affected, you know, adversely by good projects, quote unquote. So at the personal level, I will keep an eye on that and ensure that at least people are not affected adversely by our climate change interventions. As a group, I have engaged my team members to begin a process. What we intend to do moving forward this year in a couple of months is to start a monthly youth-led webinar on climate change. So what we intend to do is that we want to identify all young climate activists across the world, in Africa, in Asia, in Europe, in Southern America, etc., to create a platform for learning and sharing and cross-pollination of ideas. That is for us one way that we can build a stronger movement, so that when the young people in Africa get to know what is happening in Europe, in Asia, it will give them a better perspective, because it's about young people, and young people must also appreciate what their colleagues are doing in other countries. Some are actually being marginalized, some are actually under threat, some are even having their lives, you know, in danger. What can we do in our own small way to support our colleagues in those difficult countries? So that is our commitment, that we want to come together, bring more young people together to fight this common agenda. So of course, we're having people like Ayaka and Patricia to come and share their experience, to motivate even the young girl in Accra that, oh, if a young lady in you know, forgive me, Patricia, I don't remember your country anymore, but if a young lady in South Africa or any part of the world is doing so much, then it means that I can also do that. So that becomes a motivation to grow more young people into this movement. So those are, for me, the two key commitments we're making this year in this agenda. Thank you. Thank you so much, all. Thank you, Penny.
Thank you, Chibeze. Thank you, Ayaka. Thank you, Patricia, for such a, you know, important, amazing contribution as we go through this gathering, Global Just Recovery Gathering, and sharing your perspective, your rich experience, your wisdom with all the participants at this program. This is extremely powerful. I want to thank you so much for your time. And as someone beautifully said, whether you are one year old activist or 40 years old, there are so many reasons to keep fighting, because we know colonialism is still happening in different forms, extractivism, gender violence, domestic violence, fight to access the basics, water, food, electricity. These are the issues that, you know, collectively in our communities or, you know, across the globe we are facing. So there are many reasons to fight. And if we are at the center, and if we work with our community representative and our leaders and the ordinary people that we serve, that we lead, that trusted us to be at the center of such processes and fights and campaigns, together we will win the fight. Global Just Recovery Gathering.